Hallo und herzlich willkommen. Heute kramen wir wieder in unserem Portemonnaie. Nein, wir nehmen nicht die ernsthaften 5 Euro. Nein, wir nehmen nicht den ernsthaften US-Dollar. Nein, wir nehmen noch nicht mal den ernsthaften Disney-Dollar. Nein, wir beschäftigen uns mit dem britischen Pfund, solange es ihn noch gibt. Genau, dieser wunderschönen neuen Note, die aus einem sehr, sehr merkwürdigen Material ist. Genau, das ist nämlich die Besonderheit, die es letztes Jahr eingeführt wird. Es ist jetzt eine Polymernote und so fühlt sie sich auch an. Ein bisschen so wie, weiß ich nicht, ein Plastikpflaster, eine Tüte. Sie hat auch ein Sichtfenster. Ja, vielleicht auch so ein bisschen wie diese Etiketten von Flaschen. Ja, stimmt. Also irgendwie, irgend sowas muss es sein. Ja. Zum einen dann hier drauf wieder die Königin und auf der Rückseite... Die Königin heute. Nein, ein alter, grimmiger Mann. Winston Churchill ist auch schon ein paar Jahre tot. Ja. Ich weiß nicht, was auf der alten 5-Pfund-Note war, aber es waren bestimmt ähnlich in aktive Menschen. Ja, Aber guck mal hier, da steht 5 Pounds. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Ja, das... Ist das schon mal ein schöner Spruch, dass wir direkt 5 Pfund dafür verstehen. The Governor and the Company of the Bank of England 2015. Das war ja das Komplizierte mit dem Pfund, dass die eigentlich über die Banken die Dinger imitiert werden, ne? Und nicht über die... Auf jeden Fall gibt es verwirrenderweise, es gibt auch noch ein schottisches Pfund und es gibt ein nordirisches Pfund. Und ein Falklandpfund. Ja, aber ich glaube, das Falklandpfund ist tatsächlich nicht auf der Insel konvertierbar. Das stimmt. Es ist, glaube ich, die kleinste und unnötigste Währung der Welt. Wohingegen das schottische und das nordirische Pfund theoretisch überall dort gültig sind. Ja, ich habe zumindest... Nur die Waliser haben kein eigenes. Ach, die Armen. Nee, ich habe auf jeden Fall die 5 Pfund gekriegt auf ein Kreuzfahrtschiff, weil ich umgewechselt. Ich habe noch 6,50 bezahlt oder so. Das ist bestimmt heute viel weniger wert. Ja, und spontan musste ich sagen... Habe ich es euch vorgestellt. Hier, dieses Fenster ist echt lustig, weil es halt durchsichtig wie jetzt bei 29er. Ja. Da ist halt Big Ben drin. Big Ben. Nee. Ach, der Elizabeth Tower. Ach ja, die Glocke heißt nur so, ne? Genau. Deswegen, Elizabeth Tower. Das ist vielleicht jetzt die neue Dingsen. Weil sie ist auch noch halb durchsichtig. Ja. Ist ja kein Wasserzeichen mehr möglich. Nö. Zumindest sehe ich jetzt mal anhand eins. Ja, Wasserzeichen ist ja, da hat man das Material vom Papier verdünnt. Aber witzigerweise, wenn die Queen Elizabeth ein Gegenlicht anguckt, dann sieht es natürlich auch aus wie ein Negativ. Ansonsten finde ich auch sehr hübsch, hier ist so ein runder Kreis, der so ein bisschen aussieht wie eine TÜV-Plakette. Stimmt. Ich habe noch nicht rausgekriegt, was es darstellen soll. Aber hier glänzt auch so. Wo fängt da dieses Wort an? Heimblenden? Was soll das heißen? Ist das ein Ort? Back of England. Das ist bestimmt irgendwas voll Wichtiges. Ja, es ist halt wahrscheinlich auch ein Sicherheitsmerkmal. Ja. Und die Bank auf England macht natürlich, dass sie schön knicksicher ist und dass du sie mitwaschen kannst, wobei die alten auch schon mitwaschbar waren. Außerdem, was das mit dem knicksicher, also da das ja eine Plastikfolie ist, ich denke, wenn du da einen Knick erstmal drin hast, dann geht der auch garantiert nie wieder raus. Das Papier, was ja auch kein richtiges Papier ist, sondern das ist ein... Eigentlich ist es ja ein Gewebe bei uns. Ja, es ist unser Baumwollkrams. Also, was ich erstaunlich finde, dass wenig, also ein bisschen was kommt raus, aber hier dieses Mündenleitsystem, was der Euro hat, das nach offensichtlich wenigen Wochen auch schon unnütz ist, kommt mir hier nicht vor. Ja, auf jeden Fall eine lustige Idee, mal gucken, wann sie bei uns soweit sind. Aber gerade haben wir ja die aktuelle Serie. Genau. Wer weiß, ob nochmal eine neue kommt oder alles auf Digitalwährung umgestellt wird. Oder doch auf Münzen. Wir haben ja auch noch die 5-Euro-Münze. Dann, wenn die Cents abgeschafft werden. Ja. Aber freuen wir uns auf die nächste Ausgabe mit den Disney-Dollar. Und damit bis zum nächsten Mal.